Der stärkste Shimano-Motor, 3.599 €, made im Schwarzwald, made in Germany. Tatsächlich, es wird hier im Schwarzwald zusammengebaut und das Ganze wird wirklich vom Rahmen zu den Komponenten, habt ihr das extra ausgesucht, ausgewählt, da ist Profimaterial drin. Es fängt an, eine ordentliche Bereifung ist drin, hier ist ein Smart Sam drauf, plus heißt Pannenschutz? Ja, ganz genau. Wir haben hier den Smart Sam entsprechend mit dem Pannenschutz da drauf. Es sind übrigens 29 Zoll Felgen, was eben auch dem Fahrverhalten wirklich gut tut. Ja, zwei Brüder hätte ich fast gesagt, stimmt nicht. Zwei Jungs hier aus dem Badischen. Ja, also das mit dem Bruder, das fühlt sich tatsächlich so an. Wir kennen uns schon seit einstelligem Lebensalter und haben quasi unser Leben lang Radrennen zusammen betrieben und vor ein paar Jahren dann auch eben MyVelo ins Leben gerufen. Das ist ein sehr, sehr, also ein halb integrierter Akku, finde ich total praktisch, weil der Riesenvorteil ist natürlich, du kriegst diesen Akku überall. Das ist ein Original, warte, ich guck mal kurz drauf, ein Original Shimano Akku, weil üblicherweise kriegst du die voll integrierten nicht von Shimano, das ist ein Original Shimano. Ja, das ist wirklich noch ein richtig, richtig gutes System, das ist kompatibel untereinander, das heißt, der Vater fährt das gleiche System wie die Mutter, können untereinander durchtauschen. Ich kann locker aufrüsten auf einen 630er Akku, das hier ist jetzt ein 504 Wattstunden Akku und bin da total flexibel. Ich kann es auch ganz, ganz einfach im Wohnzimmer aufladen. Das geht bei Intube auch nicht mehr immer und dementsprechend einige Vorteile. Er ist teilintegriert, er wirkt wirklich sehr, sehr filigran. Ich habe ein Oberrohr mit dabei, ein richtiges Hardtail mit drin. Ihr habt das auf Herz und Nieren getestet, ihr wart auf Single Trails damit. Der Rahmen ist sehr stabil? Mega stabil, klar. Also mehr geht nicht. Sieht man auch oben entsprechend überhalb dem Akku, wie stabil eigentlich auch das Unterrohr ist. Ja. So, ihr habt Razer mit drin, ihr habt einen ordentlichen Lenker mit eingebaut, ihr habt wirklich Profimaterial, ihr habt Bremsen von Shimano eingebaut, Full Shimano hier, das heißt auch die Schaltung Shimano? Auch die Schaltung, wir haben eine XT sogar da dran, wir haben eine 4-Kolben-Bremszange von Shimano dran und wir haben... Vorne und hinten 4 Kolben? Genau, vorne wie hinten und ganz, ganz wichtig, wir haben den EP8 mit dabei, mit 85 Newtonmeter. Du hast eine XT drauf gemacht, wo ist sie denn her, die XT? Die XT ist von Shimano. Die ist lieferbar? Die ist lieferbar, bei uns schon, ja. So, das heißt, ihr habt auch jede Menge wahrscheinlich L-Fach-Kassetten auf Lager, oder? Ja, wir haben richtig coole Übersetzungen auch, wie du siehst. Also da kann ich wirklich jeden Berg hochfahren. Insbesondere beim Mittelmotor wird das Übersetzungsverhältnis nochmal mit dem Motor untersetzt. Und in Kombination mit diesem Übersetzungsverhältnis, mit der Kassette, fährst du, jetzt auf Badisch gesagt, die glatten Wände hoch. Also nochmal, das Ding ist made in Germany, was ganz wichtig ist. Ja. Ihr habt es selbst quasi in Manufakturarbeit wird das hergestellt, korrekt? Das ist korrekt, genau. Also kein Fließband? Das ist kein Fließband, ganz und gar nicht. Wir haben da einen super Produktionspartner und die Räder rollen wirklich vom Band im Rottweiler Raum bei uns hier. Ja. So, Himalaya habt ihr es genannt. Bei euch haben die Räder immer Ortsnamen drin. Es läuft gut, 3599? Läuft sehr gut, ja. Das läuft wirklich gut. Ist mit dem Preispunkt auch wirklich konkurrenzfähig mit einem ganz großen. Wir haben Profimaterial eingebaut. Eine Luftfeder? Jawohl, Luftfeder von Zantur entsprechend mit einem Lockout. Findet man heute auch nicht immer bei allen Rädern mehr. Ein schaltbarer Lockout von oben? Von oben, direkt ja. Am Lenkergriff ausschaltbar, einschaltbar. Gerade wenn es dann mal sportlich in den Trail reingeht, ist das Gold wert. So, ist die Optik, finde ich, total reduziert. Es ist nicht so, weißt du, so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Die meisten Räder, weißt du, die haben dann kantige Rohre, die müssen dann aussehen, als kämen sie irgendwie gerade vom harten Feldeinsatz oder so irgendwas raus. Das Fahrrad hier funktioniert, sagst du, bestens. Es funktioniert bestens. Die Komponenten, die sind so millionenfach verbaut, die funktionieren einfach gut. Auch der Shimano-Motor, aktuell das Maß der Dinge. Der EP8, es gibt nichts Stärkeres. Ja, kann man so sagen, genau. Nee, so, ich weiß es. Der ist zugelassen, das heißt, dass die deutsche Version, nicht die amerikanische, die regelt ab bei 25 km/h, ist alles hier, alles zugelassen. Alles zugelassen, draufsetzen und losfahren. Wir haben sogar hier ein ABUS-Schlosssystem verbaut. Das heißt, wenn ich ein passendes Schloss, ein Kettenschloss oder ein Fallschloss möchte, dann kann ich mir das entsprechend über uns auch mit dem gleichen Schlosssatz bestellen. Ah, okay. Das heißt, die Batterie ist mit einem ABUS-Schlüssel versehen und ich kann das gleichschließend bekommen. Wenn du die mal kurz abnimmst, ist das leicht abzunehmen, die Batterie? Die geht total leicht weg, ja. Ich muss hier einfach nur entriegeln. Dann müssen wir hier richtig reingehen. Von der Seite ein bisschen ungewohnt. Und dann schiebe ich hier einfach den Akku seitlich weg und schiebe ihn wieder drauf. Mhm.
und kann ihn tatsächlich entsprechend auch im Wohnzimmer laden. Was hat der für eine Leistung, Nako? Der hat jetzt standmäßig 504 Wattstunden, gibt es aber auch wahlweise mit 630 Wattstunden. Langt. Also ist natürlich so, wenn ich da jetzt richtig Reichweiten mache, immer im Turbo-Modus fahre, dann kann man auch eine zweite Batterie nachkaufen. Die ist auch bezahlbar bei Shimano. Die ist bezahlbar, genau. Da liege ich irgendwo um plus minus 600 Euro. Und genau. So sieht's aus. Gibt es in Rot? Das ist die Qual der Wahl. Ihr habt es auch in Blau. Wir haben es auch in Blau. Wer bei uns im Store vorbeikommt, hat sogar noch ein paar mehr Möglichkeiten, sich mit der Farbe von uns beraten zu lassen. Und genau, standardmäßig haben wir es in Andrezit auch noch im Programm. Also matt-schwarz geht wahrscheinlich am besten, oder? Matt-schwarz ist Hot-Selling, ja. Das so, wobei Rot ist, es hat was. Was ich toll finde, ist die reduzierte, eine extrem reduzierte Optik. Das heißt, du, viele stehen überhaupt nicht auf dieses, du weißt das selber, ja. Also die müssen bunt sein, die müssen knallig sein, die müssen viel sein, aber viele wollen einfach nur Mountainbike fahren, ne? Und davon kriege ich da viel. Also ich kriege wirklich viel EMTB für einen kleinen Preis, möchte ich schon fast sagen. Also die 3599 sind da wirklich. Also ich fasse mal zusammen. XT. Das ist ganz wichtig. Stärkster Motor, EP8 mit drin. Eine Vierkolben-Bremsanlage, also das sind alles so ein Lockout hier vorne. Auch, ich sag mal, die Raiden ist jetzt auch nicht die billigste Gabel von Santur. Also da ist oft Stahl ist da verbaut. Also wenn du da im Preisbereich um die 3000 Euro gehst, keine Luftfeder drin, sondern hier eine richtige Luftfeder. Tatsächlich, ja, richtige Luftfeder mit dabei. Also das ist Profimaterial. Was man jetzt nachrüsten könnte, wäre natürlich jetzt eine verstellbare Sattelstütze. Die könnte man noch einbauen. Das könnt ihr nachrüsten bei euch in der Werkstatt? Ja, natürlich. Was wir ganz, ganz oft bei den Equip-Modellen verbauen, ist die Parallelogramm-Sattelstütze. Von? Von Santur. Ah, von Santur, okay. Ja, sehr schön. Ja, roundabout 100 Euro mehr. Genau. Der Vorteil ist bei der Sattelstütze natürlich, die federt dann nochmal. Also wer es ein bisschen im Rücken hat, hat nochmal ein bisschen mehr Komfort. Ich sage immer, für diejenigen, wo keinen Downhill machen, die schrauben sich die Parallelogramm-Sattelstütze rein. Haben Fully. Die brauchen dann technisch gesehen auch kein Fully mehr. Und diejenigen, wo wirklich springen, die sind mit dem Fully gut bedient. Kann ich einen Gepäckträger nachrüsten? Ja, klar. Werden wir gleich auch noch sehen. Dann sind wir bei der Equip-Variante. Da habe ich komplett auch bei uns produzierte Gepäckträger, Schutzbleche und Vorder- wie Rücklicht. Das ist auch der Sattel ist ordentlich, der ist schön hart. Der ist ein guter Kompromiss, also der ist nicht zu hart, aber natürlich schon so, dass ich auch längere Strecken damit gut fahren kann. Nimm's mal runter, ja. Dann zeigen wir es mal gerade, weil Shimano hat extrem nachgerüstet, was auch interessant ist. Ich erwähne es immer wieder gerne. Shimano bauen total langweilige Motoren in der Werkstatt, weil sie funktionieren und funktionieren und funktionieren. Also du hast überhaupt keinen Huddel damit, oder? Überhaupt nicht. Also Frau hat denselben Motor in ihrem Bike drin, sensationell. Auch für mich schiebt es nach vorne. Bin jetzt nicht gerade der Leichteste hier aus dem Team von MyVelo. Ja, deswegen habe ich dich ja angesprochen. Du wiegst 110 Kilo. Wenn du mal gerade das Fahrrad ein bisschen an dich anpasst, vielleicht so, ich sag mal Sattelhöhe, du hast einen Schnellspanner mit dabei, den kannst du natürlich auch festmachen. Also gegen. Ja, natürlich wahlweise auch mit Klemme, also fest verschrauben. Wenn ich jetzt wirklich das Fahrrad auch irgendwo regelmäßig abschließen möchte, wo ich tatsächlich mit Diebstahl in Berührung komme, dann kann ich den auch fest verschrauben. So, du fährst profimäßig Fahrrad auch, zum Beispiel heute? Ja, heute, ja, jetzt mal hier mal mit dem von MyVelo. Ansonsten auch von den Jungs unterwegs mit ihrem Graveler. Vielleicht sind wir den heute auch nochmal oder in einem anderen Video unterwegs und auch viel im Training für einen Halb Ironman. Aber mit so einem Teil macht es halt schon Spaß. Ja, er ist leicht gebogen, der Lenker. Das ist. Ist natürlich gut für die Ergonomie. Ich könnte jetzt noch andere Griffe drauf machen, wenn ich die brauche. Aber das ist so, wenn es kommt, fix und fertig. Sogar die Pedale sind dabei. Die Pedale sind dabei. Das ist tatsächlich auch das Einzige, wo ich wirklich dran schrauben muss. Das sind die Pedale und ich muss den Lenker gerade machen. Ansonsten kommt es an einem Stück in dem Akku, in dem Karton, wo wir hier sind. So kommt es tatsächlich auch bei unseren Kunden europaweit an. Ja, fahren wir eine Runde. Tolles Fahrrad. Gut, die EP8 ist natürlich schon brachial. Was hat der für eine Leistung? 85? 85 Newtonmeter. Auch wirklich von der Steuerung im Boost-Mode sensationell vom Ansprechverhalten. So, jetzt ist die Gabel natürlich nicht auf sein Körpergewicht eingestellt. Ich kann sagen, was ich wiege wegen der Gabel? Ja, klar. Ihr stellt die ein, aus Körpergewicht? Wir stellen die ein. Er ist gerade ein bisschen vorsichtig, weil er gebremst hat, ein neues Fahrrad. Aber muss ja ausprobiert werden. Ihr habt es am Trail gefahren mal, also ist wirklich gut. Ja, fühlt sich gut an.
sehr, sehr, man sieht auch die Rahmengeometrie. Es ist tatsächlich eher filigran und dementsprechend auch wirklich sehr agil in der Fahrweise, im Ansprechverhalten. Ich überlege gerade, wo wir gleich weiterdrehen. Die Sonne kommt nämlich raus. Kann man nicht mehr so viel sehen. Also meine Farbe wäre natürlich ganz klar das Mattschwarz. Das Ganze werden wir jetzt mal im Dauertest mal testen, denn ich sag mal, die Fahrräder, ihr seid nicht so bekannt. Also viele kennen euch schon, ihr seid so ein Geheimtipp. Ihr seid jetzt wie lange auf dem Markt? Schon ein paar Jahre, ja, seit 2018. Eben du sagst es, bei vielen der Geheimtipp, aber die Bekanntheit wächst stark und es wird da aus dem Hause MyVelo auf jeden Fall noch einiges kommen. So, wie komme ich da ran? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich bestelle es versandkostenfrei bei euch im Shop. Da geht es auch mit PayPal. Das heißt also, wenn ihr was Böses liefern würdet, ja, habe ich die Gewissheit, da ist noch praktisch jemand dazwischen, der das schützt, das Ganze. Ich kann aber auch hier zu euch vorbeikommen. Ihr seid im Badischen. Wir sind in Oberkirch antreffbar. Das ist zwischen Karlsruhe und Freiburg. Jederzeit gerne bei uns im Store hier vorbei durchkommen und sich dann auch persönlich beraten lassen. MyVelo, also ein echter Hersteller. Das heißt, ihr baut das Ganze hier im Schwarzwald, Black Forest? Ja, made in Black Forest ist das Rad. Ja, mit allen drum und dran. Danke fürs Einschalten. Heute 11. Juni 2022. Kannst du liefern? Ja, wir sind lieferbar. Danke. Tschüss.